whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute bespreche ich eine Flasche, da habe ich schon mehrere E-Mails bekommen, dass die bitte doch mal besprochen werden sollte. Und zwar den Glengarry mit 12 Jahren Alter. Achtung, schreibt sich Glengarioch, aber im Aberdeenshire Dialekt, dem alten gälischen Aberdeenshire Dialekt, spricht sich das Geary aus. Gut, so viel zuerst dazu. Die Flasche ist vergleichsweise neu. Früher gab es einen 8-Jährigen, einen 10-Jährigen und einen 15-Jährigen und keinen 12-Jährigen. Den gab es dann eine Zeit lang als Abfüllung für den National Trust of Scotland mit so einer rosa-violetten, pinkfarbenen Röhre. Hat sich sehr, sehr gut verkauft und war sehr angenehm auf der Zunge, wogegen die alten 8- und 10-Jährigen ziemliche Rachenputzer waren. Und der 15-Jährige vergleichsweise rauchig, was ungewöhnlich für die Highlands ist, was die Leute auch nicht so gemocht haben. Und so haben die alle den Glengarry nicht haben wollen. Und nur so ein paar Spezialisten, den 15-Jährigen mit Rauch. Und dann hat die Brennerei zugemacht, Produktion eingestellt. Man hat die Bestände so langsam verkauft, bis dann irgendwann die Leute gesagt haben, also das können wir so nicht lassen. Der Malt Whisky Boom ist da und wir müssen auch den Glengarry hoch nach vorne bringen, weiterbringen. Haben sie die Produktion wieder angefahren und haben ein neues Design für die Flasche rausgebracht, schön dick und bauchig. Und die erste Flasche, die rauskam, das ist jetzt bestimmt schon 2,5, 3 Jahre her, das war wohl 2009, meine ich, im Herbst gewesen, vielleicht auch schon 2010, bin ich mir nicht sicher, war der Founders Reserve ohne Altersangabe und den habe ich schon mal probiert, hier ist das Video davon und der schmeckt toll. Kann man nichts anderes sagen, diese alte merkwürdige Note von Glengarry ist nicht mehr da, hat man da so ein wunderschön hinbekommen, dass der toll schmeckt. Und wenn dieser 12-Jährige so in die Richtung von der alten National Trust of Scotland Serie hinkommt, dann freut es mich, dann ist eine Brennerei, ja, wunderbar, aus der Asche auferstanden. Nee, abgebrannt ist sie nicht, aber sie lag halt da für, was weiß ich, 6, 8, mehr, weitaus mehr als 10 Jahre lag die still da, ja. Gut, gegründet wurde die Brennerei schon vergleichsweise früh, 1797. Und damit gehört sie zu dieser klassischen, zu den klassischen alten Brennereien wie Glenturret, Bowmore oder Highland Park, die alle im 18. Jahrhundert gegründet wurden. Und das sind die letzten der alten, der richtig alten produzierenden Brennereien. Alle anderen stammen dann aus dem 19. Jahrhundert, sodass hier eine sehr alte Tradition da ist und darauf fahren sie jetzt auch hier bei der Hülle drauf ab. Und zwar haben sie auf der Rückseite, ich fahre noch mal ein bisschen ran, muss die Kamera einen Augenblick stillhalten, damit die Kamera mal scharf stellen kann, haben sie also hier die alten Bilder drauf gezeigt, weil sie halt so alt sind. Aber die Bilder gehen ja nicht bis 1700 irgendwann zurück, da kannte man ja die Fotografie gar nicht. Ich meine, die wäre so erfunden 1840 und richtig los, glaube ich, ging es 1860 oder so mit der Fotografie. Und darum sind hier auch die ersten Fotos von 1891 und 1892 drauf. Naja, also 100 Jahre früher. Gut, da hätte es vielleicht ein paar Stiche gegeben, weil Alfred Barnard ist der bestimmt in den Büchern mit oder in dem Buch mit drin. Ja, was sagen Sie hier dazu? Die Brennerei liegt also in den östlichen Highlands in der Stadt Old Meldrum und das ist also jetzt nicht zu weit von Aberdeen, was schon damals eine Metropole war. Man war also nicht so weit davon weg und in dem Tal des Flusses Garioch oder Geary, wie man da lokal dann sagt, wuchs halt die beste Gerste. Die braucht man natürlich für die Bierproduktion in Aberdeen, aber die hat man halt auch für die Whiskyproduktion dann hergenommen. Und was steht dann noch? Ah, hier steht es, pronounced Geary in the ancient Doric dialect of Aberdeenshire. Also der alte Doric-Dialekt. So. Ah, hier unten stehen Tasting Notes drauf. Frische Heide, frische Pfirsiche, sweetest of malted barley, also süßes Malz, Crème Brûlée, mag ich ganz gern. Süße, reife Früchte und ein bisschen Eiche.
damit es einen langen Finish gibt. 48 Volumenprozente und nicht kühl gefiltert für einen besonders intensiven Geschmack. Lang genug geredet. Kommen wir an die Flasche ran. Auf dem Korken sogar. Fahren Sie drauf ab. Auf dem Korken haben Sie die 1797 drauf. Der Wahnsinn. Ja, wo man überall als Marketer was findet, wo man seine Werbung draufschreiben kann. Jetzt gucke ich auch noch mal innen rein. Da hat letztlich eine Flasche, da war sogar Innenwerbung drauf. Okay, hier ist es innen drin. Ganz normale Pappe. So, der Founders Reserve war oder empfand ich als vergleichsweise süß. War eine leichte Sherry-Note drin. Auch Vanille habe ich gefunden. Leichte Früchte. Und das deckt sich ja in etwa jetzt mit dem, was da drauf steht. So dass ich jetzt vermute, dass wir da ein vergleichbares Aroma zusammenbekommen. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ho, 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 was ist denn das? Da ist ein ganz entfernter Hauch von Rauch mit drin. So wie, also etwas stärker als, etwas schwächer als damals beim 15-Jährigen, der war etwas stärker, aber ein Hauch von Rauch ist drin, also 1, 2, 3 ppm, mehr ist das nicht. Und dann tolle aromatische Früchte. Ist das jetzt eine Birne? Nee. Was habe ich da vorgelesen? Da habe ich Pears. Peach ist für sich. Pear ist Birne. Ja, also eine aromatische Rauchnote ist da drin. Ein Hauch. Ein bisschen florale Noten, ja. Aber die süßen Malztöne wollen sich bei mir jetzt nicht so wirklich einstellen. Auf Wiederwohl. Ordentlich süß. Ja, und, wie Sie sagten, ein kleiner Hauch von Eiche. Oh, sehr süffig. Die süße Mango. So ist da. Die Crème Brûlée, tut mir leid, finde ich auch nicht. Bananen, ja, kann man sagen. Aber die Eiche ist da. Die Früchte sind da. Und dann ist dieser Hauch von Rauch, der sich da im Hintergrund immer noch bemerkbar macht. Also wer Rauchen überhaupt nicht kann, braucht mit der Flasche nicht anfangen. Da kann ich nur den Founders Reserve empfehlen. Wunderbar ausgeglichen. Tolle Sache, auch wenn er kein Alter trägt. Wer mit diesem Touch von Rauch das als ein bisschen interessanter und als ja, komplexitätsfördernder ansieht, ja, für den ist diese Flasche sicherlich geeignet. Und wenn ich mir die Eiche so anschaue, hat er ein Sherryfass auch gesehen. Also europäische Eiche auch gesehen. Und die Früchte sprechen auch in Richtung Sherryfass. Ja, durchaus gewonnen, die Brennerei Glengiri. Es gibt da noch ältere. 1994 gab es jetzt, glaube ich, 1995, wir schreiben das Jahr 2012. Der 1995 ist, glaube ich, gerade als Jahrgangswhisky angesagt. Und hin und wieder, glaube ich, gibt es auch noch mal ganz alte. Aber die gehen schon noch in Richtung 200 Euro. Die liegen dann, glaube ich, in den 70er Jahren, sind die gerade so, weiß nicht, 76. Jetzt erinnere ich mich nicht richtig. Und bei der Vorbereitung von dieser Flasche habe ich da nach den anderen auch nicht so wirklich geguckt. Also, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Flaschen kann ich Ihnen empfehlen. Uns im Shopsystem gibt es ja eigentlich immer. Und ich freue mich, wenn Sie hier wieder einschalten.